Fünf Chronographen, alle mit dem ETA Valjoux 7750 von einer deutschen Uhrenmarke. Das habe ich heute für euch ausgesucht. Uhren, die mich persönlich überrascht haben und zu denen ich euch gerne etwas sagen möchte. Vier sind sehr ähnlich im Preis. Eine Uhr ist ein echter Preis-Leistungstipp. Vom Aussehen her unterscheiden sie sich alle. Lasst euch überraschen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Die fünf Uhren, die ich ausgesucht habe, ist meine persönliche Liste. Es ist nicht unbedingt die Top 5 des deutschen Marktes, sondern fünf Uhren, die mich persönlich überrascht haben und zu denen ich euch gerne etwas sagen möchte. Ich werde euch die Uhren in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Das ist keine Wertung oder keine Rangfolge der Uhren untereinander, weil ich die nicht vornehmen konnte. Denn ich finde sie alle gut und beeindruckend, jede auf ihre Weise. Deswegen einfach nur die alphabetische Reihenfolge. Beginnend werde ich mit der Damasco. Die Damasco DC56 ist eine sehr thulische Uhr, die sehr nah an die 2000 Euro Preisgrenze rangeht, beziehungsweise, wenn man sich noch das Stahlband gönnen möchte, deutlich über die 2000 Euro Grenze hinausgeht. Aber das Stahlband ist wirklich ein Manufakturstahlband, was seine 630 Euro wirklich wert ist, auch wenn es natürlich ein richtig ordentlicher Preis für ein Stahlband ist. Am Leder bleibt sie aber mit 1970 Euro deutlich unter der von mir gesetzten Grenze. Deswegen habe ich sie aufgenommen. Damasco bietet hier eine Uhr mit einem ETA 7750 in der Top-Ausführung, mit einem eisgehärteten Stahlgehäuse und einer Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Es ist also keine echte Taucheruhr, aber 100 Meter sollte für jede Freizeitaktivität, vom Tauchen einmal abgesehen, in jedem Fall ausreichen. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 40 mm. Einen Bandanstoß von 20 mm und ist 13,8 mm hoch. Das Gewicht liegt bei 90 Gramm ohne Band. Verbaut ist ein Saphirglas, welches auch entspiegelt ist. Damasco baut sehr gute Uhren und ist ein Familienbetrieb. Also wirklich produziert in Deutschland, entworfen in Deutschland. Die Uhren werden oft mit Sinn verglichen. Das hat auch einen Hintergrund. Dazu sage ich aber vielleicht in einem separaten Video nochmal etwas. Die Uhren insgesamt gefallen mir dahingehend gut, dass sie aus einer Familienproduktion kommen, von einem Familienbetrieb, dass sie eine klare, eindeutige Formensprache haben, dass sie ein eigenständiges Design haben und zudem auch eine wirklich gute Qualität liefern und, wie man erkennen kann, tatsächlich auch bei dem Chronographen aus Deutschland unter 2000 Euro bleiben können. Die zweite Uhr, die ich euch vorstelle, ist die Guinan 40.50.01 Classic Stahlblau. Was für ein Name! Die Uhr ist aus der Guinan-Serie, aus der 40er Serie von Guinan. Klar, die Referenznummer beginnt mit 40 und kommt in einem Gehäuse mit einem Durchmesser von 40,6 mm und einer Gesamthöhe von 15,2 mm. Von Horn zu Horn ist die Länge der Uhr 48,4 mm und damit auch an schmaleren Armen gut tragbar. Das Gewicht ohne Band beträgt 85 Gramm und der Bandanstoß beträgt 20 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und hat ein entspiegeltes, gewölbtes Saphirglas verbaut. Das Besondere an dieser Uhr ist das dunkelstahlblaue Ziffernblatt, welches der Uhr ein besonderes und einmaliges Aussehen verleiht und sie zu einem wirklichen Schmuckstück in meinen Augen macht. Die Uhr kostet am Lederband aktuell 1689 Euro und für 157 Euro kann man ein Stahlband optional hinzukaufen. Guinan baut wirklich gute Uhren und diese Uhr habe ich auf der Watchtime in Düsseldorf selber begutachten können. Der Herr Klü von Guinan hat sie von seinem Arm abgenommen, mir gegeben und ich konnte ans Fenster gehen und bin wirklich fasziniert von der Uhr. Sie ist ein Schmuckstück, kommt aber nur im Tageslicht
richtig zur Geltung. Also wenn ihr sie irgendwo mal im Laden seht, fragt, ob ihr ans Fenster gehen könnt, denn dann seht ihr die Uhr erst richtig. Und ich persönlich halte sie für eine sehr außergewöhnliche Uhr zu einem extrem fairen Preis. Meine dritte Uhr heute ist die Laco Monte Carlo. Laco ist einer der fünf historischen Hersteller von Fliegeruhren. Baumustertyp A, Baumustertyp B und jetzt hat Laco einen Baumustertyp C definiert. Das sind im Prinzip die klassischen Fliegeruhren Baumustertyp A mit einem Chronographenmodul. Und die Monte Carlo passt genau in dieses Muster rein. Sie liegt aktuell bei 1.850 Euro am Lederband und enthält ein 7750 von Valjou in der Ausführung Elaboré. Die Uhr hat auf der Front sowie auf der Rückseite ein Saphirglas verbaut und ist in einem Gehäuse mit 44 mm Durchmesser untergebracht. Die Höhe von 16 mm ist nicht unerheblich, denke ich aber passt ganz gut zu einem 44 mm Gehäuse. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm und der Abstand von Horn zu Horn sind 50 mm und damit ist die Uhr bei kleineren und schmaleren Handgelenken sicherlich grenzwertig. Im Gegensatz zu den meisten anderen Uhren, die ich euch heute hier vorstelle, hat diese Uhr lediglich eine Wasserdichtigkeit von 50 Metern, liegt damit aber gut in der Tradition der klassischen Fliegeruhren. Die Uhr wiegt mit Band 128,5 Gramm. Ich finde diese Uhr eine sehr schöne und moderne Interpretation der Fliegeruhren, insbesondere auch mit dem Chronographenmodul, was der Uhr ein modernes und frisches Aussehen verleiht. Die Nummer 4. Ein Tauchchronograph, also eine Taucheruhr mit einer Chronographenfunktion aus dem Hause Limes. Es handelt sich um die Endurance Chronograph. Die Uhr hat ein ETA Valjou 7750 Elaboré verbaut und misst im Gehäuse im Durchmesser 41,5 mm. Die Höhe beträgt 15,5 mm, was zunächst sehr viel klingt, wenn man jedoch berücksichtigt, dass die Uhr eine Tauchtiefe von 1000 Metern, also 100 Bar hat, dann muss das Gehäuse entsprechend dick sein, um diesem Druck auch widerstehen zu können. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und von Horn zu Horn misst die Uhr 50 mm. Auch hier wieder keine kleine Uhr von Horn zu Horn. Durch das kleine Gehäuse könnte sie aber dennoch eventuell auch an kleinere Ärmchen passen. Verbaut ist ein Saphirglas. Der Boden ist verschraubt und das gesamte Gehäuse ist aus Stahl. Krone und Drücker sind ebenfalls verschraubt, damit unter Wasser kein Unglück passiert und man nicht versehentlich die Krone oder die Drücker bedient. Die Stege sind verschraubt, was der ganzen Uhr eine wirklich schöne Qualitätsanmutung gibt. Ich habe euch zwei verschiedene Versionen der Uhr eingeblendet, einmal schwarz am Stahlband und einmal orange am Lederband. Das sind beides die gleichen Modelle mit den gleichen Spezifikationen von der Ziffernblattfarbe und der Zeigergestaltung abgesehen. Am Stahlband kostet die Uhr 1.940 Euro und am Lederband 1.840 Euro. Die fünfte Uhr in meiner Sammlung ist die Steinhardt Apollon Chronograph. Steinhardt ist eine Marke, die wirklich polarisiert. Es gibt die, die Steinhardt lieben, es gibt die, die Steinhardt hassen. Die Zweiteren sagen, Steinhardt kopiert nur Design und das stimmt mit Sicherheit für die Ocean-Serie in weiten Teilen. Steinhardt hat aber auch einige eigene Designs im Portfolio und für mich gehört die Apollon dazu. Auch gibt es immer wieder Diskussionen über die Qualität von Steinhardt. Ich hatte mehrere Steinhardt-Uhren, war mit allen zufrieden, kenne aber auch ausreichend Berichte über die Gegenseite, insofern ist es eine Marke, die polarisiert. Trotzdem möchte ich diese Uhr aufnehmen, weil sie mehrere Punkte vereinigt, die mich persönlich beeindruckt haben und die ich sehr gut finde. Die Uhr ist ein ziemlich dicker Brummer mit einem Durchmesser von 45 mm und einer Höhe von 17 mm. Trotzdem wiegt die Uhr am Lederband nur 147 Gramm und das kommt daher, dass das Gehäuse aus Titan ist.
Also obwohl es eine sehr große Uhr ist, trägt sie sich am Arm vergleichsweise komfortabel. Auf der Vorderseite ist ein Saphirglas verbaut, auf der Rückseite ein Mineralglas. In der Uhr selber tickt ein Etawalju 7750 in der Elaboré-Ausführung. Die Bandanstöße sind 24 mm breit und die Bandstege sind verschraubt, sodass ein Bandwechsel sicher und einfach vollzogen werden kann. Die Uhr ist bis 100 Meter oder 10 bar wasserdicht, insofern für alle Freizeitaktivitäten ausreichend gerüstet. Ja, was hat mich jetzt an dieser Uhr beeindruckt? Warum ist sie meiner Sammlung? Zum einen, mit 950 Euro ist die Uhr ein echter Preis-Leistungstipp. Wirklich günstig, mit einem eigenständigen Design, mit einer eigenständigen Uhr, die man so nicht überall sieht. Also das alleine hätte für mich die Auswahl schon gerechtfertigt. Was mich aber noch viel mehr begeistert, ist, dass die Uhr mit drei Wechsellünetten kommt. Es gibt einmal die Edelstahllünette, dann eine Bronzelünette und eine Lünette, die schwarz ist, DLC beschichtet. Alle drei Lünetten lassen sich sehr einfach mit dem mitgelieferten Werkzeug wechseln und so hat man immer eine neue, frische, anders aussehende Uhr. Und das Ganze für unter 1000 Euro, für mich, ganz klar, gehört in meine persönliche Auswahl rein. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeguckt habt, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, macht einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter und freut euch auf die nächsten Videos. Ich tue es auf jeden Fall. Tschüss, Axel.